dass die ÖVP verloren hat. Ja, ich weiß eigentlich nicht, weshalb die ÖVP verloren hat. Mann, ich weiß nicht, vielleicht hat sie zu viele Korruptionsskandale gehabt. Das vermuten einige im Korruptionsuntersuchungsausschuss und sonst ein paar andere Verfehlungen sind ja auch in letzter Zeit gewesen. Viele sagen aber auch, es liegt an der Corona-Politik der Regierung, beziehungsweise, ja, man weiß es eben, wie gesagt, nicht genau. Meinst du, dass minus 10%, ist das jetzt ein richtiger Schuss vor den Bug für die, oder nachdem sie immer noch die stärkste Partei in Tirol sind, werden die eh weitermachen wie eh und je? Also das ist voller Schuss für die, weil die können jetzt nicht mehr, ich glaube, die müssen jetzt eine Dreierkoalition machen, nicht? Oder eine Zweier? Aber ich glaube, das ist trotzdem voll der Schuss für die dafür, dass sie immer so gut waren in Tirol. Das ist voll der Schuss für die. Finde ich traurig, weil ich finde die Partei eine Partei, die dynamisch ist und auch eine Stimme für die jungen Leute und auch christlich-sozial sind und eben auch sagen, schauen Sie, die Steuern müssen runter, alle sollen sozial verdienen und. Und eine Partei für den Mittelstand ist es einfach, ja? Und für die Menschen, die arbeiten und was schaffen wollen in Österreich. Das finde ich halt das Traurige, dass sie runtergefallen sind. Ja? Naja, die Schwarzen hätten noch mehr runterschreiben können. Die Schwarzen haben verloren, die Türkisen. Lieber weiß man gewinnt, wenn die Roten gewonnen hätten. Okay, also Sie. Was sagen Sie? Nicht die Blauen, also da bin ich sehr enttäuscht. Ja, jetzt kommt die Abrechnung. Ja. Also das historisch schlechteste Ergebnis der ÖVP hat sie verdient, finden Sie? Ja, irgendwo schon.